Ja, und damit willkommen zurück. Fallout 76. Ja, jetzt muss man mal. Was muss man jetzt machen? Melde dich beim Selbstbedienungskiosk. Da gehen wir jetzt mal hin. Achso, und Schrott kann man gleich mal wieder verkaufen. Abgekochtes Wasser vom Freiwilligen akzeptiert. Ausrüstung wird desinfiziert. Desinfizieren der Ausrüstung abgeschlossen. Freiwilliger, die Desinfektion der Ausrüstung erfordert abgekochtes Wasser. Bitte bereitstellen. Jetzt haben wir Mist gemacht. Jetzt haben wir hier was gekauft, was mir nicht mehr ist. Egal. Na gut. Ein weiteres Experiment für die Spanner abschließen. Okay. Personenverzeichnis. Warte mal, Personenverzeichnis haben wir doch hier. Überlebende Kurse. Okay, ja, dann ist er tot, ne? Suche nach dem im Zuhause. Oh, hier geht's ja noch hoch. Ist da der Bauwagen? So geht alles nicht mehr. Schade, Spiegel ist auch kaputt. Oh, er ist hinüber. Reverend Delbert Winters. Bin direkt hier in der Stadt geboren und aufgewachsen. Hab den Respondern meine Kirche als Außenposten zur Verfügung gestellt. Gern geschehen, übrigens.
Wisst ihr, die Responder haben eine wichtige Mission. Sie helfen den Leuten durch dick und dünn. Bis der Himmel sich wieder öffnet und uns alle aufnimmt, jedenfalls. Als das alles passierte, dachte ich wie viele andere, die Zeit ist gekommen. Das ist das Ende. Aber das war es nicht, was? Wir sind noch hier. Erst dachte ich, es wäre ein Fehler passiert, dass wir übersehen würden, vergessen. Vielleicht hatten wir gesündigt. Vielleicht hatten wir nicht genug für den guten Zweck gespendet. Oder in schweren Zeiten nicht genug den Namen des Herrn gelobt. Oder Gedanken gehabt, die sich nicht gehören. Also fragte ich ihn. Ich fragte, wie? Warum? Ich habe auf Erden für dich gekämpft und ich bin bereit, im Himmel an deiner Seite zu kämpfen. Dann sah ich in meiner Verzweiflung, wie ein paar Überlebende hinter einer Mülltonne eine rohe Ratte aßen. Die solltet ihr erst braten, sagte ich. Das schien ziemlich naheliegend. Sie sagten, sie hätten es versucht, aber es hätte sie krank gemacht. Sie waren komplett verdreckt. Da wurde mir klar, dass ich einen Auftrag hatte. Von da an baute ich Küchen, kochte gutes Essen, gab jedem zu essen, der mit leerem Magen zu mir kam. Und ich war dankbar für diesen Auftrag. Dankbar! Beim nächsten Weltuntergang wird auch meine Zeit gekommen sein. Aber bis es soweit ist, können wir uns doch ein selbstgemachtes Essen teilen. Nicht? Ja. Freiwilligentraining. Also Ribeye Steak. Zubereitung. Weinbrand hilft dir beim Einschlafen. Aber Sonnenbrand hält dich fit. Topfit. Ja. Mitbringselplan. Ach, mitbringen Essen. Das da. Ah. Zeitplan. Ja. Besonders beliebt. Über den Glauben. Ich weiß nicht, ob wir das alles durchlesen wollen. Ich meine, ihr könnt ja pausieren, wenn ihr das unbedingt dann lesen wollt. Ist ja kein Thema. Responder. Sie wollen den Überlebenden helfen, ja, okay. Ich habe mir freiwillig gewählt, wo ich helfen kann, ja. Albträume. Weißbrot für alle gebacken, ja. Inzwischen sehr viele. In den Bergen gibt's Banden, alles klar. Müssen wir wahrscheinlich schon aufpassen, Experimente. Da sind die Banden, alte Überlebende aus den Bergen in die Stadt gekommen. Und sich, ja, die haben wahrscheinlich da nichts mehr zum Essen gehabt, haben sich gedacht, wir überfallen hier einfach mal alles. Echt super. Verzeihung bitten.
Na. Frieden gefunden. Okay. Sonst haben wir ja nichts mehr. Er wollte halt nur helfen. Und beim Überfall haben sie ihn mitgetötet, anscheinend. Heute erwartet sie das spannende Ende von Wer da? Die seltsame Begegnung in Flatwoods. In der letzten Folge traf Pfadfinder-Pionier Fred Fischer im Dunkeln auf das seltsame Mädchen Sally. Aber die beiden sind nicht allein. Hier sind noch andere Leute? Ja, die holen wahrscheinlich nur was zu essen. Sie sind bestimmt bald zurück. Du kannst mit mir warten, dann geben sie dir bestimmt auch was zu essen. Du musst nur tun, was sie wollen. Was meinst du damit? Wenn sie Spiele mit dir spielen wollen. Spiele? Was denn für Spiele? Ich kenne die Regeln noch nicht so richtig. Meistens sind sie langweilig. Es tut nur weh, wenn sie die Nadeln benutzen. Nadeln? Ja, du weißt schon. Wie beim Doktor. Das klingt für mich nicht nach einem Spiel. Das klingt schrecklich, genau wie diese Leute. Wir müssen von hier verschwinden. Nein, nein, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Okay, schon gut. Hör auf zu schreien. Ah, das Licht ist zu hell. Da kommen sie rein, wenn sie was zu essen bringen. Oder wenn es Zeit zum Spielen ist. Sally, was ist das für ein Helm, den du da trägst? Sieht aus, als wäre er an deinem Kopf festgeschraubt. Heute glaubt Fred, dass eine seltsame Begegnung wirklich stattgefunden hat. Und er sucht nach einem verschwundenen Mädchen namens Sally, das er getroffen haben will. Was glauben Sie, verehrte Hörer? War das nur die zügellose Fantasie eines verängstigten Jungen, der sich im Wald verlaufen hat? Oder wurde Fred Fischer tatsächlich von Außerirdischen entführt, die ihn einer Gehirnwäsche unterzogen haben? Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein für ein neues spannendes Kapitel der Geschichten aus den Hügeln von West Virginia. So, optional haben wir gemacht. Ihr wollt jetzt nicht zwischen reinreden, weil ihr wollt es ja auch selber hören und ich glaube, ihr wolltet das auch hören. Ja, optional haben wir jetzt gerade gemacht, weil ich versuche das immer mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob es da mehr EP gibt, aber ja, und jetzt machen wir noch Ribeye Steak. Ah, mitten in der Nacht. So, müssen wir mal gucken. Ribeye Steak haben wir hier drin. Schön. Anfertigen. Haben wir noch einen Maulwurfshappen? Ich glaube, das hat alles zu viel Rad, ne? Possum Bacon kann man auch noch machen. So. Dann machen wir Heilsalben.
mach mal einen Tee, Mutterbeerensaft, machen wir auch noch. Oh, können wir Zucker nochmal machen und nochmal machen. So. Hirnpilzsuppe. Nehmen wir auch noch mit. Gut. Mehr geht nicht. So, wie sieht's denn aus? Essen und Trinken? Trinken müssten wir mal ein bisschen was machen. So. Bourbon Buffalo. Cram. So, und dann brauchen wir noch Radaway. Könnte man mal eins nehmen. Bevor wir hier ja die irgendwelche Krankheiten ausgedönsen, ne? Du hast ein ungeöffnetes Skillpaket. Möchtest du es öffnen? Ja. Was ist dein Unfall, Wolf, sehr unwiderstehlich? Okay, ich glaube, wir brauchen ein bisschen Strange Strength. Ich habe es darunter auch Stimpacks wegen 30% weniger. Deine Einhand, ne, von unseren 10 Gang Schaden, na, das ist okay. Wahrnehmung. Also die doppelte Menge. 40% Fleisch. Den Schaden, das haben wir aber doch schon. Alle Getränke löschen 20%, 25% mehr Durst, geil. Die Chance durch Nahrungsmittel krank zu werden ist um 30% verringert. Strahlung durch Essen und Trinken auf. Machen wir das hier. Okay, haben wir eigentlich noch einen Rang frei? Nee, Skills, okay. Du kannst auf deiner Karte zu Events schnell reisen, okay. Wir haben jetzt Nachschlag, melde dich beim Selbstbedienungskiosk. Oder sammle abgerufene Vorräte ein. Wo sind die denn überhaupt? Noch direkt da vorne. Automatische Warnung an alle Responder. Die Mr. Farmhands sind außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher aus. Sobald sie erledigt sind, müsst ihr den Server neu starten. Noch einmal. Farmhand-Aufseher, ja, die sind da vorne. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Training abschließen. Glückwunsch, Freiwilliger. Gewährzugang, Responder Datenbank abgeschlossen. Nimm über die Datenbank mit den Respondern Kontakt auf. Ist hier die Datenbank? Nee. Dein
Ist das? Memory Responder. Okay. Datenbank ist ab jetzt gesperrt. Das ja. Okay, ich wollte hier bleiben, um sicher. Warte mal, wer hat er? Vorsitz Zuschüsse ist das aktualisiert, damit wir noch zurückkehren, die Ressourcen im Verbleib überleben verbleiben können. Okay, das nehmen wir mal mit. Kontaktieren, jawohl. So. Eine große Meute verwandeln. Verbindung abgebrochen. Interviews. Willkommen. Willkommen, liebe Responder und Freiwillige. Okay. Ah, noch einmal kontaktieren, aber ich glaube, das kommt das gleiche, ja. Gut. Untersuche auf dem Flughafen von morgen. Soll ich denn das ändern? Ändere die Zielparameter der Mr. Farmhands. Leite Scan-Protokoll ein.
Okay, dann raus. Wird geschossen. Das ist kaputt. Wir müssen für die Düngung des Bodens wird zusätzliches biologisches Material benötigt. Irgendwo in den Keller. Suche nach Nitraten. Programmierung ist gesperrt. Zielparameter, da haben wir es doch. Okay. Gehen wir mal noch hoch. Wir könnten eine Taschenlampe oder sowas gut gebrauchen, ne? Ich setze uns erstmal hier hin. Da ist nichts mehr drin.
Ist halt cool, wie die Währung ist, ne? Nuka-Cola, die Kronkorken quasi aufheben. Also wenn man eine Nuka trinken, dann kriegt man ja so einen Kronkorken. Oh, wir sind überladen. Okay, wir geben erstmal alles wieder draußen ab. Level 1! Level 1 sind doch schon 3 oder so, ne? Ja, mal gucken, die. Was ist denn hier los? Da ist eine Brücke. Sah gerade so ein bisschen, weiß ich nicht, grün alles aus, so verseucht. Okay, rennen können wir nicht. Es geht auch immer wieder mal die Ausdauer runter. Genau, nichts ernten. Unserer praktischen Terminals, wenn Sie sich uns anschließen wollen. Also ich wusste, dass früher gab es doch eine Taste, wo du komplett den Schrott verkaufen konntest. Wie schön, wieder auf menschliche Wesen zu treffen. Weil Schrott ist ja nicht gleich Baumaterialien, richtig? Mit etwas Glück und Verstand schaffen wir haben Sie denn 100? Es da draußen. Gesagt, dass mehr Leute kommen würden. Schön, sie kennen zu lernen. Hey, Freiwilliger, wenn Sie Vorräte brauchen, ist Bob für Sie da. Hm? Okay. Schnappen Sie sich bei der Gelegenheit doch ein paar Stimpacks. Ach, Händler hat nicht genug Geld. Okay, warte mal. Mit etwas Glück und Verstand schaffen Sie es da draußen. Thank you.
haben wir noch 33 Schuss. Das scheint soweit ja bestens zu laufen, Freiwilliger. Impro-Pistole, die könnte man mal reparieren. Gegenstände verwerten. So. Könnten wir mal das Fernglas noch reinnehmen? Okay. Cool. Zehn Millimeter. Nochmal da rein. Warte mal, die Werkbank war hier oben, ne? Modifizieren, reparieren. Reparieren können wir sie nicht, wir können die reparieren. Schade. Vielleicht sollte man auch den ganzen Müll nicht immer verkaufen. Vielleicht braucht man das hier dazu, oder? Was braucht man da? Schraube, Zahnrad, Öl. Ego. Ego-Perspektive. Aber gut. Ja, doch, wir sind drüber und ich würde sagen, wir locken hier mal aus und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. An der schönen Kirche, Trading Post, Survivors, Supplies und Assistance. Ja. Dann locken wir hier mal aus und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.